Mir zu Gast zwei außergewöhnliche Freundespaare. Die First Ladies des europäischen Hochadels. Fürstin Gloria von Thurn und Taxis und Donna Alessandra Prinzessin Borghese, die seit 20 Jahren beste Freundin sind. Außerdem die Literaturpäpste Marcel Reich-Ranicki und Helmut Karasek. Sie verbindet nicht nur die Liebe zur Literatur, sondern auch eine respektvolle Freundschaft. Zusammen waren sie das Dream Team im literarischen Quartett. Immer streitbar und oft auch sehr streitlustig. Und mein Lieber, dann werden wir auch sagen, dass Thomas Mann besser geschrieben hat als Kajakarte. Ich sag doch das Gegenteil. Ja. Seit dem Ende ihrer legendären Sendung waren sie nicht mehr gemeinsam in einer Gesprächssendung. Ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend hier sind. Herr Reich-Ranicki, herzlich willkommen. Schön, dass Sie mal wieder bei uns sind und herzlich willkommen und guten Abend auch Helmut Karasek. Tja, es gibt ja bald eine Neuauflage des literarischen Quartetts anlässlich des 200. Todestages von Schiller. Muss sich Herr Schiller denn schon jetzt vor Ihrer Kritik fürchten? Nicht im geringsten. Ich bewundere, schätze und verehre Schiller. Aber ich rede nicht über ihn kniend. Ja. Er war der größte deutsche Dramatiker, das ist gar kein Zweifel. Aber nun ist der Schiller ja 200 Jahre tot. Also warum sollte man ihn heute noch lesen? Ist er nicht genügend uns quälend vermittelt worden im Deutschunterricht, dass wir immer die Glocke auswendig lernen mussten? Mussten Sie noch? Ach ja, klar. Also meine Kinder haben festgemauert in der Erden und so weiter. Also meine Kinder sind leider nicht mehr damit behelligt worden. Und ich denke, dass das Lied von der Glocke, die FAZ hat es ja vor kurzem abgedruckt, ja, ganz, und drückt jetzt die Geschichte des Liedes von der Glocke, dass das Lied von der Glocke übrigens gleich parodiert, die Romantiker sind schon zu Lebzeiten Schillers vom Stuhl gefallen vor Lachen, aber gleichzeitig eben immer heiß geliebt und eines der Gedichte, das Goethe am meisten schätzte. Thomas Mann hat es sehr verteidigt. Ich musste es wirklich noch auswendig lernen. Verlangen Sie jetzt nicht die Probe, ich könnte sie Ihnen sonst erfüllen. Aber leider... Ich höre das Raunen, hier fordert es jemand sogar. Ja? Ich glaube nicht, dass er es noch kann. Das war jetzt pure Koketterie. Nein, ich bin älter als er, ich bin in Berlin zur Schule gegangen. Wir haben die Glocke nicht auswendig gelernt. Wir haben überhaupt wenig Gedichte auswendig gelernt. Ob das gut war, weiß ich nicht. Aber so war es. Mhm. Aber Schiller war ein genialer Balladendichter, gar keine Frage. Ich glaube nicht, dass die Glocke seine beste Ballade ist. Seine längste, aber nicht unbedingt die beste. Die ich besonders liebe, das sind die Kraniche. Nein, die Kraniche des Ibikus. Mhm. Das ist eine fabelhafte. Wenn wir gerade über Lyrik reden, wann haben Sie denn Ihrer Frau das letzte Mal ein Liebesgedicht geschrieben? Ich habe in meinem Leben kein Gedicht geschrieben. Weder über die Liebe und sonst über irgendein Thema. Ich habe auch keinen Roman und keine Erzählung geschrieben. Das mache ich nicht. Doch eine Geschichte habe ich, um Geld zu schreiben. Eine Erzählung haben Sie geschrieben? Ja. Ah, das ist sehr lange her und nur um Geld zu verdienen, habe ich das getan. Warum haben Sie sich nie an die Lyrik gewagt? Aus einem einzigen Grund. Ich habe keine Begabung für die Lyrik. Wenn ich sie hätte, hätte ich schon Gedichte geschrieben. Ich habe kein Bedürfnis gehabt und habe nie versucht, Gedichte zu schreiben. Haben Sie nie im Alltag mal versucht, sozusagen Ihr Empfinden in eine poetische Form zu? Nein, nie. Und es wäre besser, wenn viele Leute so gehandelt hätten wie ich. Deutschland ist voll von Menschen, die Gedichte schreiben. Ja. Völlig überflüssig, weil die es nicht können. Aber wenn Sie zum Beispiel im Alltag ganz normal jemand seiner Allerliebsten vermitteln will, dass er sie liebt, dass er sie wertschätzt, warum soll er nicht irgendwie im Land der Dichter und Denker was zu Papier bringen? Er soll, wenn er kann, aber er soll es lassen, wenn er nicht kann. Ich meine, keiner traut sich, ans Klavier zu setzen, wenn er es nicht jahrelang gelernt hat und seiner Liebsten was vorzuspielen. Nur mit der Sprache traut sich jeder. Ich habe meiner Mutter mal zum Muttertag ein Gedicht geschrieben, einen Zweizeiler, der so elend ist, dass ich fast wagen würde, ihn hier vorzutragen, aber ich unterlasse es. Und mir fällt zu Gedichten immer ein, die unbefugte Leute schreiben, dass Mark Twain von einer Verehrerin Gedichte zugeschrieben hat. Der hatte die Überschrift »Warum lebe ich?«
Und Mark Twain hat ihr geantwortet, weil sie mir die Gedichte mit der Post geschickt haben. Mit Ihrer eigenen Autobiografie, 1999, Mein Leben, haben Sie ja selbst einen Bestseller gelandet. Wie groß war denn damals die Angst, also zu überlegen, kann ich den Ansprüchen, die ich an andere stelle, kann ich diese selber erfüllen, kann ich denen gerecht werden? Ich habe mich mit dieser Frage, die Sie jetzt stellen, das ist eine verständliche Frage, nie beschäftigt. Warum nicht? Das hat mich nicht interessiert. Ich habe gefragt mich selber, bin ich imstande, das, was ich erlebt habe, was meine Frau erlebt hat, in literarischer Form darzustellen, sichtbar zu machen. Das war mein Problem. Ob das, wie darauf die Leute reagieren werden, die Autoren, über die ich geschrieben habe, ob es da Racheschläge geben wird oder dergleichen, das hat mich nicht sehr interessiert. Und die haben dann auch geschwiegen. Alle geschwiegen. Die Schriftsteller, die ich geschrieben habe, haben auf mein Buch nicht reagiert. Aber einer, nur ein einziger, hat auf interessante Weise reagiert. Das war... Ich nenne den Namen ungern, aber ich will ihn dennoch nennen. Martin Walser. Ja. Denn der hat gesagt, erst hat er über unsere Bücher genörgelt und jetzt hat er uns die Leser unserer Bücher weggenommen, indem er ein eigenes geschrieben hat, das ein so starker Erfolg wurde. Das ist ja wie eine Laudatio Ihres ganz, ganz persönlichen Freundes Martin Walser. Ja, so ungefähr. Ja. Ne? Ja. Ich würde schon als Laudatio empfinden, wenn ich Sie beide jetzt hier so vor mir erlebe. Ja, worin besteht Ihre Freundschaft? Dass wir sehr lange nebeneinander das gleiche Feld bestellt haben. Manchmal haben wir diese verschiedene Früchte ernten wollen oder verschiedene Sachen aussehen wollen. Ich sehe, das Bild wird schief. Also, wir haben zusammen an der Karasek und seine Metaphern. Ja. Ja. Also, der Fall ist ganz klar. Ja. Wir haben verschiedene Berufe. Denn er ist Literaturkritiker, aber er ist vor allem, daneben und vor allem, Theaterkritiker und Filmkritiker. Ich habe ein einziges Mal über einen Film geschrieben. Es war irgendeine Umfrage über Schweigen von Bergmann, sehr lange her. Provokativer Film damals. Ja, sehr wichtig für die deutsche Kinogeschichte. Situation. Mhm. Aber ich bin an sich Literaturkritiker. Das ist der große Unterschied. Wir haben aber, wenn es um die Beurteilung der Literatur geht, einen gemeinsamen Punkt, der ist außerordentlich wichtig. Und der ist in Deutschland etwas ganz Ungewöhnliches. Wir sind beide der Ansicht, dass Literatur dazu da ist, den Menschen Spaß und Freude zu bereiten. Und dass das Unterhaltsame in der Literatur nicht geduldet, sondern gefordert werden sollte. Ja, aber was ist das Besondere, also ganz, die Frage haben Sie mir jetzt nicht beantwortet, aber was ist das Besondere an Ihrer Freundschaft? Es besteht ja nicht nur darin, dass Sie der Literaturpapst ist und hier ist der Theaterkritikerpapst. Na, Papst, also es gibt immer nur einen Papst. Außerdem sind Päpste nicht verheiratet, wir beide sind verheiratet. Ja. Also der Vergleich hinkt in vielerlei Hinsicht. Auch in Avignon gab es auch mal zwei Päpste. Ja, aber das waren kriegerische Zeiten. Nein, ich meine, das Gemeinsame besteht darin, dass er mir vertraut hat zu einer Zeit, wo er die Sendung bekommen hat, von der ich am Anfang nicht dachte, dass sie was wird. Mhm. Und dass wir in dieser Sendung uns sozusagen einen unausgesprochenen Kanon zusammengerauft haben in vielen Jahren. Ja. Kann man das so sagen? Ja, das kann man so sagen. Der auch darin eben bestand, dass wir zunächst einmal der Ansicht waren, man kann unterschiedlich Bücher beurteilen. Wenn er ein Buch für gut befindet, ich schwach, dann ist noch nicht gesagt, dass einer von uns keine Ahnung von Ackerbau und Viehzucht hat. Man kann unterschiedliche Ansichten über Bücher haben. Das ist das eine. Das andere war die ewige Suche nach dem Unterhaltsamen, dem Interessanten, dem Spannenden, dem Neuen in der Literatur. Was würden Sie denn Ihrem Freund Karasek nie durchgehen lassen? Wo würde die Männerfreundschaft so ein bisschen kritisches werden? Ich habe keine Lust, mir darüber Gedanken zu machen. Wie komme ich darauf? Wer da dazu?
Nein, 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 das verlangen Sie mal nicht. Er hat mir die Treue gehalten in manch einer schwierigen Situation. Und ich sehe keinen Grund, mir vorzustellen, was er mir Böses antun könnte. Will er gar nicht. Was war das für eine Situation zum Beispiel? Das ist lange her. Nein, 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 wollen wir nicht darüber reden. Das ist alles lange her. Aber wir haben ja manche Schwierigkeiten. Wir haben beispielsweise im literarischen Quartett eine Dame namens Löffler gehabt. Da hatten wir es sehr schwer mit ihr. Und wir haben da doch gemeinsam uns gegen diese Dame verteidigt. Ja. Und die Dame musste dann gehen. Jetzt sagen Sie musste nicht gehen, das ist nicht wahr. Sondern? Nein, also es war so, dass der Eindruck entstanden ist, dass sie entscheiden kann, ob das Quartett weitergeht oder nicht. Ja. Und der Intendant hatte uns dann zu einem Gespräch nach Mainz geladen und gesagt, wir sollen uns aussprechen und er würde doch es schön finden, wenn die Sendung weiter besteht. Und wir sind alle aus dem Urlaub zu diesem Treffen gekommen, nur Frau Löffler hatte vorher in der Süddeutschen geschrieben, ich komme dazu nicht, hat uns über die Zeitung mitteilen lassen, dass sie das nicht mehr will. Das ist ihr gutes Recht, nur wir mussten dann eben ohne sie weitermachen, weil wir nicht denken, dass sie allein durch ihr Ausscheiden die Sendung beenden konnte. 1988, als es zusammen losging, also welche Erwartungen hatten Sie denn damals in die Sendung? Erwartung ist das falsche Wort. Ich hatte gar keine Erwartung, aber welche Vorstellung, welche Wünsche ich hatte, was ich wollte. Ja. Ich wollte ganz klar, dass hier in einer Fernsehsendung über Literatur so gesprochen wird, dass Leute zuhören, die sich nicht für Literatur interessieren und die vielleicht dann zu den Büchern, die Bücher kaufen, zu den Büchern greifen, über die wir reden. Das war der Plan, das war die Absicht. Und dieser Plan wurde, glaube ich, ganz doll realisiert. In der allerersten Sendung stellen Sie sich gegenseitig vor. Das ist ein ganz, ganz launiger Moment eigentlich, wo der eine sich in die Gedanken, in die Welt des anderen hineinbegibt. Da sagt Helmut Karasek über Sie in der ersten Ausgabe, sagt, es ist ein Literaturpapst. Aber das ist ja eigentlich an sich schon ein merkwürdiger Beruf. So haben Sie es damals formuliert. Wie unfehlbar war er denn schon damals 1988? Nie. Also er war nicht unfehlbar, er war apodiktisch. Er ist sehr leidenschaftlich in seinem Urteil. Und es klingt manchmal nach Unfehlbarkeit, aber es ist nicht unfehlbar. Unfehlbare Kritiker gibt es nicht. Und wenn es welche gibt, dann taugen sie gar nicht. Ein unfehlbarer Kritiker ist offenbar einer, der sich nie irrt, der nie daneben haut. Das heißt also einer, der nichts riskiert. Ich habe als Kritiker immer relativ viel riskiert und bedauere es nicht. Gab es nie die Situation, wo Sie eine Kritik bedauert haben, wo Sie gesagt haben, da habe ich jemanden zerstört, möglicherweise persönlich so mitgetroffen? Sehen Sie, ich kann nicht sagen, dass meine Kritik, veröffentlicht vor 17 Jahren oder 23, das richtig oder falsch ist. Sie gibt meinen Standpunkt wieder, der vor 13, 17 Jahren war. Ich könnte eventuell das Buch noch einmal lesen und jetzt anders neu, ganz anders, das ist absolut richtig. Ist Ihnen das mal passiert? Sehen Sie, passiert mit einem Buch? Nein, ich habe beinahe nie alte Bücher neu gelesen. Es gibt einzelne Fälle. Ich habe eine Sache, das ist ganz sicher. Ich habe manchmal ganz alte Quartettfilme gesehen und mir gedacht, Herrgott, ich habe diesen Autor, diese Autorin so scharf attackiert, hätte etwas milder sein können. Da bin ich etwas schon, da bin ich, vielleicht hatte ich im Prinzip damals recht, aber ich bin zu weit gegangen. Das gibt es natürlich. In der Hitze des Gefechts sagt man manches, was man nachher für zu scharf, zu radikal hält. Dann hat Ihr Freund Helmut Karasek seine Biografie, seine Erinnerung geschrieben. Ja. Auf der Flucht. Und hinten sozusagen auf der Rückseite als Klappentext ist eine richtige Empfehlung von Ihnen. Ja. Sie haben mal gesagt, also Bücher anderer Freunde, Siegfried Lenz ist zum Beispiel, die rezensiere ich nicht. Aber über Helmut Karasek haben Sie hier was Nettes geschrieben. Ja, aus purem Freundschaftsdienst. Nein, langsam. Das ist keine Kritik und keine Rezension und nicht ein Zitat daraus. Das war was ganz anderes. Ich bin gefragt worden, ob ich bereit sei, 10, 15 Zeilen über dieses Buch zu schreiben. Ich habe nicht gezögert.
Ich finde das Buch hervorragend und kann Ihnen in einem Satz sagen, warum. Ja. Da stellt einer sein Leben dar. Von deiner Kindheit beinahe bis heute. Das seine Biografie ist für uns gar nicht so wichtig, gar nicht so interessant. Nur er tut etwas, was in allen Autobiografien von entscheidender Bedeutung ist. Indem er sein Leben darstellt, stellt er die Epoche dar. Mhm. Das ist das Entscheidende. Greifen wir zu den Sternen. Das Beispiel in der deutschen Literatur, der Autobiografie, die eine Epoche darstellt, ist Goethes Dichtung und Wahrheit. Seitdem wird bei jeder Autobiografie gefragt, was zeigt die Biografie über das Leben dessen, der sie geschrieben hat, noch? Und seine zeigt die ganze Epoche. Und das ist erstaunlich, wie ihm das gelungen ist, auf ganz unaufdringliche Weise. Kannten Sie Teile seiner Geschichte? Haben Sie mal persönlich mit ihm vorher darüber geredet? Es gibt eine Passage drin. Lebensgeschichte. Ja, seine Kindheit zum Beispiel in der Nazi-Eliteschule, in der NAPOLA, in der nationalpolitischen Erziehungsanstalt. Nein, das war ja in Deutschland nicht üblich, darüber zu erzählen. Das hat sich ja niemand hat erzählt, dass er in der Napoli war. Ich bin ja der Letzte, irgendjemandem zu verübeln, dass er in der Napoli war. Waren ja Kinder. Wenn da jemand die Verantwortung trägt, dann der Vater vielleicht, aber doch nicht das Kind, das da hingeschickt wurde. Nein, es gibt vieles in dem Buch, in dieser Autobiografie, was für mich völlig neu war. Auch seine Geschichten mit Mädchen, mit Frauen. Gelungene und misslungene Geschichten. Es ist ja, hier hat mal einer gesagt, ein deutscher Schriftsteller, unser einer schildert solche Geschichten, wenn er nicht zum Ziele gekommen ist. Sonst ist nichts zu sagen. Er schildert ja auch oft solche nicht ganz geglückte Geschichten. Es ist noch etwas. Das Buch hat einen unerhört direkten Stil. Ja. Und zwar überall. Das Ganze auf Seite 23 und auf Seite 390. Ja. Es ist derselbe Stil von Anfang bis zu Ende und er ist sehr unmittelbar. Es gibt eine Sache, die im Deutschen sehr schwer zu realisieren ist. Wahnsinnig schwer, das können die wenigsten Leute. Dass ein Mensch schreibt, wie ihm der Schnabel gewachsen wird. Das sieht so aus, als sei das eine Kleinigkeit. Das ist ganz, ganz schwer. Die meisten Bücher von Debütanten zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht geschrieben sind, wie dem jungen Mann oder der Frau den Schnabel gewachsen ist. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass das ja gar nicht so einfach ist, sich dann doch irgendwann hinzusetzen, zu sagen, ich schreibe meine Erinnerungen. Gerade wenn ein Freund, ein Kollege vor einigen Jahren seine Autobiografie zu Papier gebracht hat und damit so erfolgreich war. Nehmen wir mal die Phase, Helmut Karasek, in der Napola, was viele überrascht hat, dass sie ein Kind sozusagen der nationalpolitischen Erziehungsanstalt sind. Für viele ein Thema, weil jetzt auch gerade der Film im Kino lief. Das wusste ich aber nicht. Nein, aber da ist ja ein Beispiel. Da kommt der Sohn eines NS-Gauleiters in eine Napola, ist dort aber zu schwach und versucht sich dann als Literat. Wie haben Sie denn diese Zeit in der nationalpolitischen Erziehungsanstalt erlebt? Ich muss sagen, ich habe sie nur sehr kurz erlebt. Ich war ein halbes Jahr da, dann war Gott sei Dank der Krieg zu Ende. Und der Schnittpunkt meiner Biografie mit der von Marcel Reich-Ranicki ist der folgende, dass ich den Zusammenbruch noch als Zusammenbruch erlebt habe und im Laufe eines Lebens erst voll Schrecken gelernt habe, um Gottes Willen, wie gut ist es, dass das keinen Tag länger gedauert hat. Sie beschreiben die Auseinandersetzung auch über die Rolle Ihres Vaters, der Kreisleiter in der Nähe von Auschwitz war. Gott sei Dank nicht. Er war im Kreis Teschen nachher Kreisleiter. Er hat sich freiwillig gemeldet zur Wehrmacht. Das heißt, er wollte, schrecklicherweise muss ich sagen, er wollte zur Waffen-SS, ist aber nicht genommen worden, von der Wehrmacht eingezogen, ist also nach Russland gekommen. Und er hat Auschwitz, Gott sei Dank, nicht erlebt. Das Lager Auschwitz war ein Arbeitslager, mit dem er nie was zu tun hatte, aber ein Vernichtungslager wurde es erst nach der Wannsee-Konferenz und da war mein Vater längst in Russland. Das können Sie als Zufall, ich kann diese
Probe nicht mehr machen, was ich damals gemacht hätte oder was er gemacht hätte. Wir hatten Glück im Unglück, sozusagen. Welche Erinnerungen haben Sie an der Zeit jetzt, was diese Region betrifft? Ich habe an diese Zeit eigentlich nur die Erinnerung, dass mein Vater Soldat war in Russland und dass wir eine panische Angst hatten, dass er nicht zurückkommt. Dann hat er die Zehen abgefroren gehabt bei Charkow und ist zurückgekommen und war dann noch bei der Kriegswirtschaft in Teschen tätig. Es gibt kein Kriegsverbrechen, an dem mein Vater beteiligt war. Das hat die Familie sehr genau recherchiert. Er war sozusagen ein Mitläufer, ein Rat. Aber, wie gesagt, es bedeutet nur, dass ich mich, für mich geht es um ganz etwas anderes, dass ich mich frage, was wäre mit mir passiert, wenn ich länger an dieser Schule geblieben wäre und der Krieg nicht so schnell zu Ende war. Ich bin dann in ein Wechselbad gekommen, ich bin in der DDR zur Schule gegangen und habe im Stalinismus Abitur gemacht, bin dann aber sofort nach dem Westen geflohen. Sie haben mehrere Versuche aber unternommen, um die grüne Grenze zu bewältigen. Warum sind Sie des Öfteren gescheitert? Ich bin also gescheitert, weil damals ich zu dumm war, über die Grenze zu kommen. Und weil ich geschnappt worden bin. Gott sei Dank war das damals auch noch nicht strafbar. Es gab noch keine Mauer. Ich bin dann über West-Berlin einfach mit der S-Bahn geflohen. Wenn man das so vergleicht, Ihre Lebenswege, Sie haben das ja eben ganz schön beschrieben, aber Herr Reich-Ranicki hat immer gesagt, dass die Literatur in seiner Zeit auch gerade im Warschauer Ghetto so eine Art auch Fluchtmöglichkeit war, eine gedankliche Fluchtmöglichkeit. Nicht für mich. Für mich war diese Fluchtmöglichkeit im Warschauer Ghetto die Musik. Ja? Die Musik hatte eine enorme Bedeutung. Ich habe während des Krieges keinen einzigen Roman gelesen. Wohl habe ich mit meiner Frau Lyrik gelesen, das schon. Auch Goethe und Heine viel gelesen, vor allem. Aber nicht Romane. Es gibt Situationen, wo man keine Geduld hat, einen Roman zu lesen, wo man keine Geduld hat, in eine bestimmte epische Welt einzutauchen, wenn man nicht wusste, ob man noch leben wird. Wenn die Angst so groß ist. Wenn man nicht verweilen kann, sozusagen die innere Ruhe hat, sozusagen einzusteigen. Aber vielleicht darf ich ergänzen, er hat sich mit Literatur trotzdem sozusagen das Leben gerettet. Denn er hat seine Wirte unterhalten, indem er das, was er an der Schule, an Dramen, an Romanen, an Gedichten, das hat er denen als farbige Geschichten erzählt, sozusagen, also 1001 Nacht, wenn Sie so wollen, aber unter schrecklich verdrehten Bedingungen, kann man so sagen. Ja, kann man sagen, Scheherazade. Waren Sie begnadeter Erzähler damals? Ich habe mir Mühe gegeben, Beethoven hassen müssen und Brahms. Die Sprachenmusik der Täter? Aber um Gottes Willen, was heißt Sprache der Täter? Ich bin mal gefragt worden von irgendeinem Dussel in Warschau, was reden Sie hier mit irgendeinem, der aus der DDR gekommen war, in der Sprache Hitlers. Ich sagte langsam, das ist nicht die Sprache Hitlers, im kommunistischen Polen, das ist die Sprache von Karl Marx und Friedrich Engels. Da wurde er still. Das unterlag keiner. Nein, aber das, so einfach, wonach Sie fragen, das war mir vollkommen fremd, dass ich mein Verhältnis zu Goethe, zu Schiller, zu Kleist oder Rilke geändert hätte, hat sich überhaupt nicht geändert. Wenn man jetzt so das Biografische aus den verschiedenen Ecken übereinander legt und was Sie erlebt haben, Sie haben Ihre Biografie nicht umsonst einfach auf der Flucht genannt, weil Sie tatsächlich immer von einem Standort zum nächsten gepilgert sind. Also ein Stück Nomadenleben auch in der Zeit. Wo, Herr Karasek, sind Sie das erste Mal angekommen? Wo sind Sie das erste Mal, sagen wir mal, das von dem Gefühl, zu Hause zu sein, getragen gewesen? Also ich bin immer von dem Gefühl, zu Hause zu sein, getragen gewesen, wenn ich nach Österreich oder in österreichische Gebiete zurückkam. Und ich war von dem Gefühl des Zuhause-Seins betroffen, obwohl mir das gleichzeitig sehr fremd ist, in Baden-Württemberg, in Schwaben. Ich bin in Schwaben auf einmal zu Hause gewesen, weil dort
die Literatur zu Hause war. Und weil ich auf einmal anfing, Literatur zu studieren, ich habe bei Beißner über Hölderlin gearbeitet und habe damit sozusagen den schönsten, musikalischsten, aufregendsten Teil der deutschen Sprache kennengelernt. Und das hat mir also... Ja. Ich frage, wenn ich Sie so sprechen höre, was ist das für eine Folklore? Was ist das für ein Akzent, der da auf den Lippen liegt? Also, ich meine, ich habe keinen Dialekt, weil ich so viel unterwegs war. Ich hätte gerne einen als Grundlage. Aber wie würden Sie das beschreiben, was das für eine Melange ist? Ich kann es nicht beschreiben. Ich weiß nur, dass er mir nicht sehr sympathisch ist. Ich habe Dialekte lieber. Ich weiß, dass das eine Sprache... Ich höre mich nicht gerne im Radio. Ich kann das nicht hören. Ich mag das nicht hören. Er kokettiert. Nein, das gibt es. Das gibt es, dass Leute ihre eigenen Bücher nicht lesen können, dass Leute sich selber in Filmen nicht sehen können. Also wissen Sie, es war viel die Rede davon, dass mein Buch verfilmt werden soll, meine Autobiografie, mein Leben. Ich möchte gern, dass das mal geschieht. Ob ich es erleben werde, weiß ich nicht. Nur, es wird für mich eine schwere Sache sein. Auf zu sehen. Bildschirm zu sehen oder vor allen Dingen der erste Teil ruft geradezu nach einer Verfilmung. Ich denke, die Jugend in Berlin, das Aufwachsen in Berlin, das ist schon etwas, was man also als ein Stück deutsche Kulturgeschichte aber woran liegt es, dass es gibt Produzenten, die zu Ihnen gekommen sind und gesagt haben, ich würde ganz gern diesen Stoff umsetzen und verfilmen? Ja, einmal war ein Produzent, aber seine Vorstellungen waren völlig irreal. Er wollte, dass ich selber mitspiele und dergleichen. Ist ja Unsinn. Es ist ein Teil dieses Buches, der sich besonders für eine Verfilmung geeignet ist. Also, von meiner Schulzeit in Berlin an, wo ich am Anfang des Films, also 16, 17 Jahre alt wäre, bis zum Kriegsende. Am Kriegsende war ich 24 Jahre alt. Das heißt mit anderen Worten, es könnte ein junger Schauspieler, ein junger Mensch mich spielen. Das ist Quatsch, dass man das verteilen muss auf zwei Schauspieler und dergleichen. Einer kann einen Menschen von 16, 17 bis 24 spielen. Ich weiß nicht, vielleicht wird ein vernünftiges Angebot kommen. Muss man wohl noch etwas abwarten. Aber Sie würden das schon sehr begrüßen. Ich spüre das, dass der Stoff, dass mein Leben tatsächlich verfilmt wird. Ja. 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 Haben Sie sich denn einen Hauptdarsteller gewünscht, schon in Ihren Gedanken? Ich habe mir einen Hauptdarsteller gewünscht, aber er ist schon ungeeignet, weil er schon zu alt ist. Er ist mittlerweile 30 oder über 30. Du wirst das besser wissen als ich. Der bleibt treu. Ja, Moritz bleibt. Wunderbar. War vor kurzem Hamburger Junge. Vor 6, 7, 8 Jahren wäre er der ideale Darsteller für die Rolle. Heute ist vielleicht etwas zu spät. Also er ist ein fabelhafter Schauspieler. Und ich sage jetzt was lächerlich Autobiografisches. Er hat, als er noch relativ unbekannt war, hat er mit meiner Tochter zusammen, die hat eine kleine Rolle neben ihm gespielt. Und jedes Mal grinse ich, wenn ich ihn sehe, weiß es auch noch. Aber das ist ein Schnörkel, aber er wäre eine sehr gute Besetzung. Neulich hat sich Inja Helmut Dietl als sein alter Ego... Vom Suchen und Finden der Liebe. Der hat sich ihn gesucht und hat ihn aber älter gemacht. Du würdest ihn gern jünger haben. Richtig. Auch das wird Moritz Bleibtreu leisten können. Jetzt sind wir ganz abgekommen von der Sprachfärbung, von der Spreche her. Haben sich alle Menschen bemüht, also... Sie zu imitieren, selbst... Unendlich. Ich kann mich dessen rühmen, dass viele Jahre hindurch die beiden am häufigsten in Deutschland parodierten und imitierten Menschen, Kohl und ich, waren. Ja, das ist richtig. Aber es gibt ja heute, es passiert mir heute noch, ich komme zu irgendwelchen Leuten und sage, Sie kennen doch Reich Ranitzky. Und dann fangen sie an. Ja. Aber ich habe von ihm mal einen Preis als ein Parodist bekommen. Erinnerst du dich noch? Also es gab eine Sendung, die im Bayerischen Rundfunk, die hieß Leo. Und da war ein Wettbewerb, das machte Leo Lukoschnik. Der machte eine Sendung und forderte auf zu einem Reich-Ranitzky-Wettbewerb. Und er war der Juror.
Da haben mitgemacht ein Chefredakteur vom Stern und so. Mhm. Er hat mir damals freundlicherweise, ich glaube, ein bisschen, weil ich im Quartett war, den ersten Kein Wort ist wahr. Nicht wegen Quartett, sondern weil ich Gefühl für Qualität habe. Für alle. Ja. Wenn man sich das alles anguckt, Herr Reich-Ranicki, Walter Jens, Günter Grass, Frau Löffler, Herr Walser, Ulla Hahn. Was wollen Sie da sagen? Was? Worauf? Mit allen verfeindet. Das habe ich nicht formuliert, das haben Sie gesagt. Ja. Heute habe ich gerade mit Ulla Hahn gespeist, in großer Freude. Ich wusste, irgendwie mit wird in dieser Beziehung wieder große Liebe entstehen. Ja, mit Walter Jens längst ist die Versöhnung erfolgt. Also erzählen Sie mir keine Geschichten, dass ich lauter auch mit Günter Grass haben. Mit Grass, er hat mich eingeladen, ich war bei ihm und ich werde morgen Siegfried Lenz besuchen und freue mich sehr. Also nun machen Sie nicht so, als sei ich von lauter Feinden. Ich habe genug Feinde. Nein, es rührt mich wirklich zu hören, dass also da wirklich große Kontakte wieder aufgenommen wurden. Nein, aber was ist denn das Geheimrezept zu Helmut Karasek? Mit ihm so lange harmonisch zu sein, da muss doch irgendwie ein kleines Geheimnis zu finden. Ich weiß nicht, ich bin nicht dazu berufen, solche Geheimnisse zu lösen. Nein, Sie verlangen von mir da unmöglich, das weiß ich nicht. Ja. Er ist so, wie er ist und das passt mir und er soll sich nicht ändern. Er hat ja auch neulich geschrieben, aber dieser Hallodri schickt mir sein Buch nicht. Hallodri kommt vor. Ja, aber warum haben Sie denn gekniffen? Da schreiben Sie ein neues Buch auf der Flucht und schicken es. Ich hatte keine Sekretärin zu dem Zeitpunkt. Sie können doch selber so ein Buch verschicken. Ich habe es nachher gemacht auch. Ja. Ich bin zu ungeschickt. Aber wie gesagt, ich wollte nur erwähnen, ich glaube, eine der besten Voraussetzungen für Freundschaft ist die, dass man sich eigentlich in einer Sache einig weiß. Ich glaube, Ärzte sind... Es gibt zwei kompetente Ärzte, sind besser geeignet, Freunde zu sein, als ein kompetenter Arzt mit einem Totengräber. Verstehen Sie, es gibt eine Freundschaft, die eigentlich auch ein beruflich und über den Beruf, wenn man dann noch kennenlernt, dass da ein Mensch ist, auf den man sich... Ich habe einmal vor vielen, vielen Jahren gesagt, als Reich-Ranicki mich fragte, warum ich so besorgt sei, ich habe so Ärger mit dem Finanzamt und so viel Schulden. Die erste Frage, und er war der Einzige, der so drauf reagiert hat, also, wie viel brauchst du? Ich habe das nie vergessen. Das wäre gar nicht möglich gewesen, weil das, Sie kennen ja, was Finanzämter wollen. Aber dass er diese Frage gestellt hat, werde ich ihm bestimmt nie vergessen. War das zu intim? Nein, überhaupt. Aber keine Spur. Sehen Sie... Freundschaft erweist sich erst dann, wenn irgendwas passiert. Und dann ist die Frage, ob die Freundschaft das aushält oder nicht. Und das ist in den Beziehungen zwischen mir und verschiedenen Leuten so geschehen. Ich habe Leuten ein Unrecht angetan. Ich habe mal Siegfried Lenz ein Unrecht angetan. Die Freundschaft hat das überlebt. Ich habe ihn dann um Entschuldigung gebeten, sogar öffentlich um Entschuldigung gelitten. Aber Tatsache ist, ich habe mal Ulla Hahn ein Unrecht angetan. Wir haben im Quartett über einen Roman von ihr gesprochen. Nicht mein Urteil ist das Problem. Das Problem ist, im Ton, in der Attacke, war das, was ich damals gesagt habe, zu scharf. Es hätte gar nicht so scharf ausfallen müssen. Darunter hat sie gelitten, aber damit hat sie sich mittlerweile... Ich weiß aber, warum das Urteil zu scharf war. Ich darf dich daran erinnern, warum? Du hattest große Mühe, du mochtest das Buch nicht sehr und hast dich lange überwinden müssen, um das öffentlich zu sagen. Und wie wenn man über eine Hürde geht, dann geht man etwas höher, weil sie schwerer zu nehmen ist und dann wird das Urteil auch etwas schärfer. Herr Beckmann, Sie müssen eins wissen, was Sie nicht wissen. Sie leben in der Welt des Fernsehens. Da leben lauter, anständige, gütige, fabelhafte Menschen. Da kann ich Ihnen was erzählen. Ruhig. Da gibt es überhaupt keine Intrigen, nichts. Kein Haifischlächeln, nichts. Nein. Wir sind in der literarischen Welt verwurzelt. Da gibt es viel Kummer. Viel Konkurrenzkampf. Und damit muss man sich abfinden.
Und dann kommt noch eine Sache hinzu. Wer Kritiker ist, entscheidet sich für einen schwierigen Beruf. Wenn man diesen Beruf ausübt, hat man viele Gegner und Feinde. Man muss nicht. Man kann ja was anderes tun. Deshalb merke ich Apotheker, ja, Apotheker. Ja, zum Fernsehen gehen, wie Sie gerade sagten. Deshalb jetzt merke lauter ich auch, edle Menschen ja, klar, im Fernsehen. Deshalb wird mir jetzt auch Ihre Sehnsucht klar, wieder einmal doch ins Fernsehen zu gehen. Erstmal schönen Dank, dass Sie das jetzt gemacht haben und dass Sie meiner Einladung gefolgt sind. Ich musste mehrmals mit Ihnen telefonieren, das war gar nicht so einfach. Und jetzt merke ich auch, klar, Sie wollen das literarische Quartett noch mal machen, weil es im Fernsehen so schön ist. Klar. Nein, ich mache das literarische Quartett nicht weiter. Ein einziges Mal aus Anlass des Schillerjubiläums. Ja. Sonst gibt es kein literarisches Quartett. Diese Sendung hatte ihre Zeit, die Zeit ist abgelaufen, jetzt wird anders gearbeitet. Herr Reich-Hornitzky, vielen Dank. Herr Karasek, große Freude und bleiben Sie einfach hier, denn jetzt kommen zwei wunderbare Damen für Sie. Auch eine Freundschaft ganz besonderer. Bleiben Sie sitzen. Narzissen, bleibt sitzen so. Meine nächsten beiden Gäste gelten als die First Ladies des europäischen Hochadels. Seit vielen Jahren sind sie die besten Freundinnen zusammen. Es sind Gloria, Fürstin von Thurn und Taxis, und die Italienerin Donna Alessandra, Prinzessin Borghese.